So, hallo miteinander und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute losen wir vom normalen Video einfach mal ein bisschen was aus. Ich hatte ja beim Blister Battle jetzt einen Gewinnspiel am Laufen. Link habe ich jetzt schon mal vorbereitet und eingegeben. Doppelte Nutzer sind natürlich nicht erlaubt. Dann natürlich wird alles gefiltert nach einem Hashtag, dem Hashtag Pokémetropole. 23 Leute haben jetzt somit mitgemacht. Kommt doch auch auf unseren Discord und erfährt ihr mehr von sowas, dass wir solche Aktionen haben. Wir haben auch extra also Aktionen auf unserem Discord, wo wir auch Dinge verlosen. Zuletzt zum Geburtstag der Metropole haben wir auch ein ganzes Display zum Beispiel mal verlost gehabt oder ETBs und Blister. Wenn ihr daran Interesse habt, kommt doch einfach mal rauf. Macht auf alle Fälle eine Menge Spaß. Und wir haben ja auch das Blister Battle jetzt, sag ich mal, auf der Pokémetropole organisiert und den ganzen Poketubern, sag ich mal. Ja, hat auf alle Fälle Spaß gemacht, das Battle. Konnte ich ja zum Glück gewinnen mit meinen guten Puls, einer Secret Rare Karte, einer Full Art Karte und einer Reverse Rare. Hat uns auf alle Fälle den Sieg eingebracht. Ich hoffe, so klappt es dann beim nächsten Mal auch gleich wieder. Habe jetzt schon 2 von 4 Blister-Battlen aktuell gewonnen, aber jetzt ziehen wir hier mal den Gewinner aus von unserem Gewinnspiel dieses Mal. Und der Gewinner wird sein. Oh, es ist zum Drachenhort. Herzlichen Glückwunsch. Meld dich doch einfach auf Discord bei mir. Dann können wir kurz deine Adresse austauschen und dann schicke ich dir die Sachen auf alle Fälle zu. Und ansonsten kommt jetzt im Anhang dann das nächste Video. Wünsche ich euch viel Spaß dabei, schaltet ein oder bleibt dran, besser gesagt, und schaut es euch voll an. Dann würde ich sagen, bis gleich. Hallo Leute, heute haben wir wieder ein bisschen was Älteres aus dem Sonne-Mond-Zyklus. Aus Aufziehen der Sturmröte, Sonne-Mond 4 quasi. Kleines 18er-Display. Öffnen wir heute einfach mal. Davon habe ich noch nicht so viele Karten. Seht ihr auch in den nächsten Videos. Weil da zeige ich mal meine ganze Sammlung. Habe ich mir so vorgenommen, nehme ich mal auf. Hat auch einen bestimmten Grund, aber den seht ihr dann erst im Video. Will euch da noch nicht so spoilern, warum ich da jetzt genau meine Sammlung schon aufgenommen habe. Sag das Display, legen wir jetzt mal hin. Und dann fangen wir mit diesem schönen schlinkigen Booster hier an. Ich muss schnell schauen, wie die Codes drin liegen. Na genau, das ist falsch rum. Dann haben wir eine Elektroenergie. Alola Georok. Kampfisk. Gastrodon. Wablu, Irbis, Owei, Hornliu, Schalellos, ein Reverse Irbis und gleich mein Pull Amigento GX. Sehr nice. Gleich mal die Sleeves herholen. Pflanzenenergie, Kokuna, Miltank, das so schön am Bäumchen chillt, Psychodisk, Starlily, Kamaup, Palimpalim, Skoppel, Laukaps, Gastrodon in Reverse und noch ein Pull gleich. Alola Geowatz in Full Art. Nice. Sehr, sehr schön. Dann das Amigento Booster.
will mich da jetzt nicht so allzu spoilern lassen. Sechs im Code rausholen. Eine Wasserenergie. Chillabell. Stolrak. Emolga. Nebulak. Hunduster. Sterndu. Miniras. Schnuthelm. Pomeluff in Reverse. Und ein Mammutil. Nonolo. Das wäre ja schön gewesen, wenn es jetzt weiter so geht. Das hätte ich doch mal gern. So ein Display mit nur Puls drin. Psychoenergie, Kladio, Staravia, Hydragil, Entbarschma, Velursi, Traunfugil, Palimpalim, Laukaps, ein Reverse Amphira und ein Alolak Nogger in Holo. Sehr schön mit seinem Stäbchen da am Rumfuchteln. Eine Kampfenergie, Seh des Nichts, Konterenergie, Gladio, Quiekel, Pomeluff, Hunduster, Pikachu, Mehikel, ein Reverse Ovai und ein Pumpkin. Diesen Booster habe ich auch noch nicht gezeigt. Mosquito. Ich bin ja eigentlich kein so ein Ultra-Bestien-Fan. Qualm eigentlich alle nicht so. Hat für mich eher was mit, sagen wir mal, Yu-Gi-Oh! Zu tun. Diesen ganzen Monster- und Bestien-Kram. Ein Stolrak. Ein Flunkiefer. Flotte Hüftetasche, finde ich ein netter Name. Tuska, Quiekel, Menki, Stalunior, Krebskor, ein Molunk in Reverse und ein Stolos in Holo. Sehr schön. Eine Feenenergie, Verschlungener Hain, Duodino, Miltank, Alola Kleinstein, Remoraid, Stalunior, Sterndu, Upsala, ein Miniras, ein Mammutil in Reverse, passt ja zum Holo, und ein Calavanzas. Ach, nee, das war auch eine Non-Holo-Karte. Stimmt ja. Fast vergessen. Die Codes gibt es dieses Mal auf dem Discord. Also wer welche haben möchte, schaut da vorbei. Da habe ich die jetzt in nächster Zeit immer mal wieder stückchenweise raus. Samantha, Alola Kleinstein, Tuska,
Braunfugil, Schnutelm, Wablu, Pikachilla in Reverse und ein Milotic in Holo. Ich mag ja Milotic. Eine richtig schöne Karte. Sollen wir hier mal wieder den Balk wegräumen. Aber wir haben ja noch ein paar Booster. Über ein paar weitere Pulls würde ich mich natürlich freuen und ihr euch bestimmt auch. Unlichtenergie. Flotte Hüftetasche. Psychodisk Keifel. Urbis. Owei. Hornliu. Chalellos. Skoppel. Remoraid in Reverse. Und ein Traunmagil. Elektroenergie, Chillabell, Alola Georok, Verschlungener Hain, Carpador. Ist es dieser Roboter aus, oder dieses Carpador von Team Rocket im Hintergrund? Pikachilla, Krebskor, Chalellos, Capuno, ein Knuddeluff in Reverse Holo und ein Rasaf. Die Reverse Rare legt man auch mal wieder raus. Ich hoffe, ihr habt da noch vorher nicht eine übersehen. Dann weiter geht's wieder mit Anigento. Die gehen so komisch auf. Eine Psychoenergie. Samantha, Staravia, Kokuna, Stolunior, Capuno, Sterndu, Urbis, Velursi, Molung in Reverse und ein Bibo. Eine Feuerenergie, Miltank, Gastrodon, Rote Speerkarte, Traunfugil, Palimpalim, Mehikel, Laukaps, Wablu, Duodino in Reverse und ein Trikefalo, passt da zusammen. Jetzt haben wir noch 6 Booster, also 2 Drittel haben wir geschafft. Halt doof immer, wenn aus den ersten 2 Boostern gleich die Puls kommen. Bei so einem 18 Display. Kampfdisk, Konterenergie, Hydragil, Spoink, Molung, Menki, Tagoso, Owei, Miniras in Reverse und ein Mosquito GX. Da sagt man es doch gerade noch mit dem Puls. Da kommt schon der nächste. Für ein bisschen Ordnung hier sorgen auf dem Tisch. Ich würde sagen, 3 Puls aus dem 18er Display sind nicht schlecht. Über einen weiteren freuen wir uns natürlich. Eine Kampfenergie. Krebit, Keifel, Konterenergie, Tragoso, Hornliu, Pikachilla, Krebskor, Nebula, Cladio in Reverse und ein Altaria Non-Holo.
Wäre auch eine schöne Holo-Karte. Aber davon haben wir ja genug in Meister der Drachen davon gesehen. Eine Feenenergie, Krebit, Mediras, Konterfänger, Stolunior, Sterndu, Miniras, Barshwa, Velursi, Costoso in Reverse und ein Starmie. Das ist auch wieder ein Reverse Rare, kann man also auch auslegen. Dann haben wir hier eine Unlichtenergie. Alpollo, Konterfänger, Mediras, Staralili, Kamaup, Palimpalim, Skoppe, Laukaps, Mehikle in Reverse und ein Kommandutan. Eigentlich vorhin verzählt. Eine Psychoenergie, Flunkiefer, Groink, Rote Sperrkarte, Menki, Miniras, Laukaps, Barshwa, ein Molunk, ein Menki und ein Traunmagil. Nö. Dann kommen wir schon zu Last Pack Magic bei diesem Display hier. Ich hoffe, ihr hört die ganzen Geräusche hier nicht von draußen. Da fahren gerade irgendwie Traktoren vorbei. Pflanzenenergie, Kokuna, Hydragiel, Seh des Nichts, Krebskor, Schalellos, Kapuno, Alola Kleinstein, Remoraid, Octillery in Reverse und ein Costoso noch in Holo. Eine Reverse Rare und eine Holo zum Schluss. Das war's, denke ich. Schaut doch bei uns im Discord vorbei, unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch mit mir tauschen und die Tauschlinks sind auch unten drin. Oder hier einfach runterschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Oder bis zum nächsten Mal dann.